Herzlich willkommen zurück bei Stick It to the Man. Ich sitze hier an einem Samstag, drei Tage vor Weihnachten. Hab endlich alle meine Geschenke, bis auf eines, das muss ich nachher noch besorgen. Aber bin so ein bisschen entspannter, sag ich mal, was die Geschenke angeht. Das ist schon mal gut. Mir ist es ja so gegangen, ich war erstmal einkaufen und das erste, was ich gekauft habe, war erstmal für mich selber. Ich weiß nicht, ob euch das auch so manchmal so geht, dass man Weihnachtsgeschenke kauft und dann sucht und dann findet man erstmal was für mich selber. Ah, okay, da kriege ich mal den hier. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich eigentlich überhaupt hin? Links oben. Okay. Wait, all this conspiracy theory stuff is real? And I'm working for the bad guys? This is messed up me. I've got to consider this deeply me. Prefer to be somewhere else. Das Bewusstsein, ja, schämlich, stelle ich in die Ecke, Alter. So. Wie kriege ich denn jetzt, hier ist eine Kamera, da komme ich nicht runter. Ich muss ja nach oben, das heißt, es wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich den oberen irgendwie nach unten locken kann. Deshalb werde ich jetzt mal dem das geben. Kommt er jetzt runtergelaufen? Dammit. Das war nix. Das ist ja gar nicht so einfach. Vielleicht ist der andere. Komme ich da hin? Naja, da bin ich nicht nah genug dran. Doch. So. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Nein, da will ich nicht hin. Ach, dammit! Das hat geklappt. Ah, was mache ich denn? Ich hätte da so gut vorbeilaufen können. Verdammt. Ah, ich habe das Schlafding noch. Das ist ja super. Jetzt muss ich mal kurz was ausprobieren, ob ich hier nämlich durch die Kamera durch kann. Wenn ich mich dorthin... Ja, das geht sogar. Das ist ja hervorragend. Dann müsste ich jetzt ja eigentlich einfach... ihn schlafen lassen. Jetzt muss ich da hoch. Das ist ja ätzend. Habe ich das schnell genug? Komm schon! Yes! So, wir sind im unteren Bereich. Santa! Oh nein! Rudolf! Oh, help! Rudolph's in a bad way! This situation is definitely on my naughty list! Gucken, ob Rudolf noch ein Gehirn hat. This air is too thick to breathe comfortably. I would prefer to be somewhere else now. Please? Please? Oh, ah. Das heißt, dort müsste ich eine Location reinsetzen, oder wie ist das? Oder ich muss Luft reinsetzen, wer weiß. How long can reindeer breathe water? I don't want to find out. Okay, dem müssen wir auf jeden Fall helfen, weil sonst ist Weihnachten in Gefahr. Ich meine, Weihnachten ist jetzt schon vorbei, aber ja, es gibt ja immer ein nächstes Jahr. As a scientist, nobody is more surprised than me that my brain is still alive and functioning. Dang, y'all. Damn. Friends, Romans, countrymen, lend me your body because I could totally use one right about now. Diary. 420 years ago, I was dug up and put into a jar. May I be the first to say, what the heck, dudes? Houdini! Houdini, das ist natürlich sehr gut. Houdini können wir gebrauchen, damit das Rentier hier aus dem Ding rauskommt, aus dem Wassertank. I took the secret to escaping a water trap to my grave. And here it is. I would never forget. Sehr gut. Ah, schön. So, Rudolf! Rudolf, you're saved! Now it's Santa's turn to shout out in glee. You'll go down in history! Oh, es reibt sich sogar. I love you, you little weirdo.
Little weirdo. Wir nehmen hier erstmal seine Nase weg. Zack. Aber er hat noch eine zweite. So, was wir jetzt mit dieser Nase machen sollen, da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwo eine Nase gebrauchen können. Haben wir hier alles gemacht, was zu machen war? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier einfacher wieder zurückkomme. Was ist denn da oben? Das ist die Zelle vom Weihnachtsmann. Und hier ist der Schlitten vom Weihnachtsmann. Das ist ja hervorragend. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ohne zu sterben? Oh, oh, oh. Oh Gott. Ich bin Houdini selbst, meine Freunde. Aber hallo, sowas von Houdininski. So, da hinten haben wir noch zwei Fragezeichen, aber ich glaube, da ist die Tür zu. Wenn ich mich richtig entsinne. Ist das schwangere Pärchen? Ach, das war die... Ah, hier können wir die rote Nase gebrauchen. Sehr gut, dass ich jetzt nicht schon wieder nach Hause gelaufen bin. Threat Level Nummer 3. Wir wollen die Welt ins Chaos stürzen. Beep. Success. Explosion now possible. This is awesome. Okay, dann nehmen wir die mal schnell mit, bevor die explodiert. Und können wir jetzt hier... Beep. If there's more to life than exploding, I don't wanna know about it. Eine denkende Bombe. Das ist ein Inception-Problem. Wenn der einzige Zweck ist, selbst zu sterben. Der Lebenszweck. Was ist denn das hier jetzt? Eine andere, eine Atombombe. Das ist eine riesige Banane. Ich weiß ja nicht, ob ich das gutheißen soll. Da gibt es schon wieder Fanfiction bestimmt. Wenn ich mich an die Banane hangle. So, wo kommen wir jetzt hin? Wir haben ja alles hinter uns gelassen. Wir müssen eigentlich nur hier durch und dann rechts hin. Das heißt, ich muss auch gar nicht mehr zurück. So, da unten ist einer. So many interesting things. Das ist ein Schläfer. Na komm schon, gib's mir. Gib's mir! Nicht, dass der hier plötzlich... Oh, ach. Ist jetzt wieder lustig. Oh. Ich hab ihm. Ah, ich hab den. Nein, nicht in die Richtung. Wieso gehst du denn in die Richtung? Verdammt. Schade. Diesmal habe ich mich nicht so heldenhaft hindurchgehangelt. Ich finde das ja irgendwie witzig. Macht Spaß. Also, das könnte man fast als eigenen. Oha. Als eigene Art von. Jump'n'Run. Version. Oh. Nix da. Ach, dammit. Seitdem komme ich natürlich nicht durch. Ich werde jetzt mal versuchen, ohne irgendwelche Leute einzuschlafen, da durchzukommen. Weil es gibt hier doch relativ viele Haken, habe ich das Gefühl. Hier gibt es keine Haken. Dammit. Also mit dem hier, kommt der nicht auch noch? Nein! Verdammt. Da sind mir die anderen zu weg. Also er ist das Problem im Endeffekt. Ich brauche einen einzigen Schlaf-Tag. Ich nenne das jetzt mal Tags einfach. Ein Schlaf-Tag am besten. Für den Typen ganz rechts. So. Dann nehme ich jetzt einfach mal den hier. Da. Ah, dammit! Fuck. Hier noch nach oben abhauen können, aber ich habe gerade die Koordination nicht richtig gehabt. So, nochmal. Komm her, wo bist du?
I lose my life. Beatboxen. Puh, das war knapp. Und gar nicht so beabsichtigt. So, endlich sind wir durch. Einmal mit den Alarm, mit dem Auslösen des Alarms. So, hier könnte ich wieder zurückgehen. Aber das brauche ich ja gar nicht. Ich glaube, ich habe schon alles, was ich brauche. So. Da haben wir einen Schläfer. I remember the sweet, beautiful songs of my youth. A single note of which would bring a tear of joy to your eye. Das scheint ein Schotte zu sein. Oder ein Ire. Nee, ich glaube, ein Schotte. Laut dem... Oder ein Kanadier? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der rote Bart und die roten Haare wären irisch. Das Hemd wäre entweder kanadisch oder schottisch. Und der Dialekt war nicht ganz eindeutig herauszufinden. So, haben wir hier noch ein Monster. Ach, I miss the real music from back home. Alas could really cut a rug to those ditties. Now all I hear is the sound of my own boredom. Ach, I don't know how much more of this I can take. Ah, nicht mehr lange. Ich kann hier dem Typen vielleicht... Tja, irgendwie... Das ist das Einzige, was... Da, war doch ein Schotte. That's the music I've been waiting to hear. The beats, they're so tight. Gut, ich meine, das war das letzte Item, was ich hatte. Aber den einfach mal die... Pipes in den Mund zu pflanzen, während er schläft, finde ich ja süß. So, kommen wir jetzt da rüber gesprungen. Tatsache. Das Loch Ness-Monster, das mich vor der radioaktiven Flüssigkeit schützt. Und ich glaube, wir sind tatsächlich raus. Omega-Sektor 33. Hier muss doch... was war jetzt noch mein... Achso, meine Freundin ist hier, ne? Ah, ich bin jetzt schon außerhalb des Kartenbereichs. Aileen! Oh, thank goodness! I finally found you! And you look so... happy? Ah, okay. Das ist ja nicht ihr echter Mund! Ratsch! It's a trap, Ray! Get out of here! The man is clinically insane! He's planning to... Finally, the two of you have made it. Well, now that I've got everyone here, right where I want them, let's find out. What this button does. Oh oh, das ist eine Rakete? Ab ins All oder was? Final Chapter, war es jetzt schon? Letztes Kapitel? Dem Mann eine kleben. Das coolste Raumschiff ever. Finally, yes! I finally got that darn thing out! Ray, please help! Mother, engage the death arm. I'm sorry, the man. I'm afraid I can't do that. Mother, engage the death arm, please. There's a good boy. A little politeness never hurt anyone. I swear I will hurt the agent that downloaded your engrams to this mainframe. What was that, dearie? Nothing, Mom. Excellent. Target the Earth. I'm sorry, sweetie, but I'll need a more specific target. I don't know any of those idiots down there. I just do 3rd and Main. That's an address, right? Targeting. Huh. Now to have a little fun. I mean, I'm not sure what the point of this giant pink hand is. It sure is fun messing with people. So much power. Mother, take a note, please. I must make sure it never falls into the wrong hands. And by that, I mean hands that don't belong to me. You were always such a polite young man. Sir, what do we do with Ray now that we've sucked the, thing out of his... head? That actually sounds crazy. Is this job crazy?
This job is awesome. I don't care what you do with him. Dump him into space. Ha ha! Okay. Uh-oh. Wait, wait! Are you supposed to hold your breath when you go into space? Or are you supposed to exhale as hard as you can? I don't know. Both? Wait, that doesn't help me! So, jetzt spielen wir mal Gravity nach. Anyway, that brings us back to the present. If there were a moral to my life, I guess it'd be... A lot of things can happen when you get hit on the head. And it turns out one of them is that you can end up dying in space. The end. Das ist eine Lüge. Never ever ist das hier das Ende. No way. This is not how the story ends. The man is only going to win over my dead body. And I'm not dead yet. Genau, denn er hat nicht mit Aline gerechnet. So, hier wird geschaukelt. So. Und nun? Oh ja. Trapped in my own diabolical contraption? Why does irony even have to be a thing? Hey, little dude, you've got to save Ray. So, hurry! Ah geil, jetzt bin ich auch noch eher hier. Das ist ja super, dass man auch noch mal kurz Charakter wechselt im letzten Level. Was wir mit ihm machen, mit Ted, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. In der letzten Folge wohl schon. Leider. Es ist, tut mir im Herzen weh, dass dieses Spiel schon vorbei ist. Aber, tja, wir werden sehen. Ich werde mal noch gleich gucken, ob man hier... Ah, klar, man hat hier noch ein paar Gehirne, die man auch nutzen kann. Wenn jetzt der Ted so eine Hand drin hat, hat dann Ted einen eigenen Ted im Kopf, der ihm das ermöglicht? Ist das Tedception? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.